Thank you.
Thank you.
Belinda, Entschuldigung. Sie ist in der 10. Laktation, sie hat zehnmal abgekalbert. Hat zwei Wehen, sie ist geboren. Und 2007 hat die 10 Laktationen im Schnitt 8620 Kilo Milch gegeben mit einem hervorragenden Gehalt, was sie hat. Schaut die Kuh an, der Rutenboden, der noch oben ist, der Rahmen, den sie hat, eine sehr kompakte Kuh. Ich glaube, eine Kuh, die dem Zuchtziel entspricht, da sind wir uns einig. Ich will hier Jakob Fuster und seiner Familie recht herzlich gratulieren zu dieser Kuh Belinda. Sie ist eine Riesentochter, mutterseits auf Jason zurück. Sie hat eine Lebensleistung von 1200 Kilo. Ich glaube, zu dieser Kuh eine recht herzliche Gratulation und Applaus. Die zweithöchste Kuh, da war Daisy. Und da ist mit ihr gekommen. Und auch hier, bei dieser Kuh, sehen wir wieder Qualitäten, die eine Kuh muss haben, dass sie alt werden kann. Ein Auto. Für jedes Alter, die Gruppenleistung, die sie hat, die noch hervorragend ist. Und ich glaube, ein Auto, das noch fast mit Drittmännchen konkurrieren kann. Die Daisy ist eine Sesamtochter. Mutterseits auf Eos zurück. Sie hat die... Herzlichen Dank noch für die Einlage, die die Sene hier noch bietet. Ich glaube, auch da ist ein Applaus wert. Das ist eine Zobo-Tochter auf Insein zurück. Insein, wo sehr langlebige Kühe gebracht hat. Und sie hat, sage und schreibe, eine Lebensleistung von 141'000. Sie ist auch 2006 geboren. Sie hat 9 Leistungen mit 10'600 Kilo Durchschnitt mit einer sehr guten Fruchtbarkeit, die sie zeigen. Und auch hier sehen wir, die Kuh ist noch fit und noch gut auf den Füßen und kann sicher auch noch weiter produzieren. Besonders eine Kuh hofft natürlich, dass sie die magische Grenze von 150'000 Kilo erreicht. Aber ich glaube, so wie sie heute ausschaut, kann sie da gut erreichen. Das ist so ein Meilenstein, wo mit Menge Tiere schaffen. Ich würde hier dem Sepp Inauer und ihm seiner Familie auch recht herzlich gratulieren. Ich glaube, auch die haben einen Applaus für ihn. Noch ein Blüm, auch hier im Ring. Ich habe vielleicht zwei, drei Worte sagen von den Blüm. Blüm sagen vielleicht in der Innerschweiz in der Reif.
gewissen zu Blüm. Und bei einem Blüm kommt es ja dann schlussendlich auf die Zeichnung drauf an. Oben raus muss er einen weißen Zug haben. Dann sieht man natürlich ganz gerne, wenn er um den Hals so wie ein Halskettchen hat. Und dann im Kopf, wie der auch ist, ist schön gespriggelt. Und dann gibt es dann noch irgendein, so wie der Ueli sagt, Knäusöck. Also einfach die verschiedenen Merkmale von einem super schönen Blumen wären die, die ich jetzt gesehen habe. Der Blumen, den er hier hat, ist vielleicht, wie er auch sagt, ein bisschen dunkel genug, aber zeichnet ist er eine Art noch eben schön. Ich würde vielleicht die, die einmal noch einen Blumen wittet, der Ueli hat vielleicht noch jemanden im Stall, wo er vielleicht auch verkaufen will. Ich würde ihm gratulieren, weil er hat in dieser Blumenzucht ist er weit oben ein bisschen bekannt. Das Publikum, liebe Bauern, wir kommen jetzt hier zum Höhepunkt der jungen Kühe. Heute Nachmittag ist es ein schöner Unterwettbewerb der jungen Kühe, von den Erstlaktierenden. Und schaut das Bild an, jetzt die 5 Kühe, die ich aus all denen auswählen durfte, ein Hammerbild. Aber ich wollte mich kurz um die Kühe außen am Ring jetzt kümmern. Auch hier, aufgrund von der Qualitäten, muss ich leider jetzt die jungen straffen Unter verabschieden. Darum bitte gerne einen kräftigen Applaus. Die Erstplatzierte mit der Begründung zu den Zweitplatzierten. Auf dem dritten Rang heute Nachmittag ist das Unter da. Recht herzliche Gratulation. Das Unter, das besticht mit ihrer Untertiefe, schauen, das ist sehr hoch über dem Sprunggelenk. Die Sitzen sind sehr korrekt platziert, es ist ganz breit hinten aufgehängt. Die anderen zwei Unter, die übrig bleiben, vielleicht im Nahunterabschluss noch ein bisschen flächere Kuh hineingewachsen. Aber für mich ist es eben ein sehr, sehr gutes Unter. Und jetzt geht es um die Wurst. Schön unter Erstmelken. Am heutigen Nachmittag ist die Kuh da. Recht herzliche Gratulation. Es war eine lange Entscheidung. Auch die zweite Kuh, schauen Sie an. Aber die erste Kuh für mich heute im Vorunter. Links sowie auch rechts noch ein bisschen stärker. Im Nachunter noch ein bisschen flächer in die Kuh reingehängt. Und es ist speziell, dass sie noch ein bisschen flächer im Nachunter. Aber auch die zweite Kuh, schauen Sie an, von hinten sehr, sehr breit. Mit 4 korrekten Sitzen. Auch die Kuh, bitte einen kräftigen Applaus nochmal.